Hallo ihr Lieben, ich bin der Frank aus Hamburg. Ich möchte euch heute zur DALE 561 einiges Wissenswerte über Sicherheit, Ergonomie, über die Reinigung und die Wartung dieser Hebelschneidemaschine mitteilen, etwas erzählen. Also das Allerwichtigste von der DALE 561, was die Thema Sicherheit betrifft, sie hat einen Hebelschnittschutz sozusagen. Ihr seht diesen Plastikbogen, der so perfekt gestaltet ist, dass wenn man aus Versehen die Finger in diesem Bereich hat, diese Plastikschutz eine Bewegung herstellt beim Runterdrücken, dass die Finger aus dem gefährlichen Bereich herausgeschoben werden. Das ist einzigartig. Also ich zeige euch das nochmal. Sollten die Finger, weil man nicht aufgepasst hat, weil man seine Augen nicht in dem Schnittbereich hat, die Finger aus Versehen in dem Bereich des Schneidens gelandet sein, drückt dieser Schutz auf die Finger und verhindert, dass man mit dem Messer weiter runterfahren kann. Das ist wirklich einmalig. Dieser Schutz für die Finger hat natürlich seinen Preis. Es braucht ein bisschen mehr Kraft, die Technik so zu bewegen, ein zusätzlicher Bewegungsmechanismus sozusagen, der hier drin ist. Und das ist halt der kleine Nachteil dabei. Aber wenn wir uns andere Hebelschneidemaschinen angucken, die es schon teilweise für 60 Euro gibt, keiner hat eine solche stabile Schiene wie hier aus Metall. Das sind meistens Plastikschienen und keiner bietet diesen Schutz für die Finger an. Ganz wichtig, merkt euch, Thema Sicherheit. DALE hat für den Transport dieser 561 zwei Griffmulden gestaltet. Ihr solltet euch wirklich vom ersten Tag an gewöhnen, die nur hier anzufassen. Wenn man quer anfasst, kommt man immer in den Bereich der rasiermesserscharfen Klingen. Und das ist mir vor einiger Zeit passiert, dass ich immer in der Begeisterung von dem Teil angefasst und geguckt und plötzlich habe ich einen Schnitt im Finger gehabt, weil ich nicht daran gedacht habe, dass diese Klinge so scharf ist. Deshalb Safety first, Finger ins Gerät, ans Gerät, immer nur in den Mulden. Mein Tipp zur Lagerung der DALE 561, nach der Arbeit, wenn es geht, habt ihr Kinder, ich weiß es nicht, zum Schutz für die Kinderfinger das Gerät so zu stellen, dass sie die Schneideflächen außer Reichweite für Kinderfinger sind. Wenn ihr auf ganz sicher gehen wollt, auf ganz normal sicher, Schublade rein, abschließen, weil man darf nicht vergessen, Kinder sind neugierig, Kinder neigen auch zu verrückten Sachen, das haben wir als Kinder ja auch erlebt. Dann sagen sie, oh, guck mal hier eine Guillotine, spielen sie rum und am Ende ist das Geschrei groß, weil diese Klingen wirklich sehr scharf sind. Ich zeige euch nochmal von unten, wie dieses Gerät funktioniert. Hier gibt es unten eine Metallschiene, das ist sozusagen der Hebel. Der Hebelmechanismus, der die Arretierungsschiene runter drückt, das Papier, die Pappe damit sichert. So, immer in die Griff, in die Mulden, drehen und gut ist. Diese Maschine wiegt 6 Kilo. Es gibt einige Kunden, die bemängeln, dass die Maschine zu leicht ist, dass man sie mit einer Hand nicht bedienen kann. Das finden manche als Nachteil. Nun, man braucht ja eigentlich nur seine Hand drauf zu legen, dann hat man 1-2 Kilo und man kann ohne weiteres, man sichert die Pappe noch ein bisschen zusätzlich, so das Schneidegerät bewegen. Der schwerste Teil von dem Schneidegerät sind natürlich die Klingen. Das hier ist der leichtere Teil. Aber es gibt auch Kunden von der Maschine, die sich mit zwei Schräubchen die Maschine mit der Arbeitsplatte verbunden haben. Das geht ganz einfach. Mal hier in dem Bereich in den, dann kann man einhändisch arbeiten. Muss man das? Vielleicht müssen das einige, damit sie die Hand frei haben, um noch das Papier anders zu halten etc. oder anders, ich weiß nicht was, eine freie Hand zu haben. Also das, die Möglichkeit besteht, man fixiert das. Was ich gut finde, ist, dass diese Maschine nicht zu schwer ist. Man kann sie auch mitnehmen. Zu Veranstaltungen, wenn man sich mit Freunden trifft, ganz einfach, man kann sie so transportieren.
Kein Problem. Einfach eine große Tasche oder ein größeres Köfferchen erzählt, das kann man dann noch andere Sachen reinlegen. Das ist also wirklich kein Problem. Aber auch darauf achten, wenn Kinder da sind, die so eine Maschine nicht kennen, ein Tuch drüber legen oder darauf achten, dass, wenn ihr Pause macht, dass die Maschine nicht wirklich an die Kinder rankommt, die Kinder nicht an die Maschine rankommen. So, so viel zum Thema Sicherheit. Wir haben also jetzt das Thema ergonomisches Arbeiten. Ich glaube, dass das Arbeiten mit dieser Maschine im Sitzen sehr anstrengend sein wird, weil man sich, wenn man nach vorne gebeugt ist, man braucht ja einen gewissen Kraftaufwand, dass man nach kurzer Zeit schon ermüdet, die Rückenmuskulatur erschlafft und dass man Verspannung bekommt im Nackenwirbelbereich. Deshalb würde ich empfehlen, einfach nur hinstellen, und zwar in einer Höhe, wo es dir angenehm ist oder wo es euch angenehm ist, damit der Abstand Schulter und Maschine sozusagen so optimal ist, dass ihr auch viel damit arbeiten könnt. Wir haben diesen Tisch etwas höher gebaut, das ist fürs alltägliche Papierschneiden. Das ist nicht unsere Höhe, das ist jetzt nur die Höhe, um euch das Gerät vorzustellen. Ja, ergonomisches Arbeiten sollte jeder seine eigene Höhe finden, seine optimale Höhe finden, um nicht zu schnell zu ermüden. Thema Reinigung. Bitte verwendet für die Reinigung der Dalle keine lösungsmittelhaltigen Mittelchen, damit ihr nicht die schönen Skalen, Zentimeter und Inches oder die anderen DIN-Skalen hier entfernt, weil die sich auflösen, die verschwinden dann einfach. Und das wäre schade. Ansonsten mit Priel, Tropfchen Priel, ganz klein bisschen Wasser, aber bitte mit dem Wasser nicht an die Metalle kommen, damit dort kein Rost entsteht. Ja, das ist Thema Reinigung. Dann haben wir noch das Thema Wartung. Im Grunde genommen ist die Dale 561 wartungsfrei. Sie ist so stabil und in einer so guten, exzellenten Qualität, dass man damit lange Zeit mit Papier und Pappen schneiden kann. Sollte das Schneidewerkzeug eines Tages stumpf werden, ist es ganz einfach, die Blätter auszutauschen mit Kreuzschlitzschraubenziehern, vier Schrauben hier oben, lösen, einschicken, schleifen lassen oder gleich ein neues kaufen. Das könnte natürlich auch passieren, wenn irgendwann mal aus Versehen durch irgendeinen Umstand zu hartes geschnitten wurde und vielleicht ein Schaden, eine Macke im Schneidewerkzeug ist. Und das Gleiche gilt auch, Safety First. Ich muss mich konzentrieren. Safety First, Hände immer am richtigen Platz. Das Gleiche gilt für das untere Schneidemesser. Da gibt es vier Kreuzschlitzschrauben, die man löst, einschicken lassen oder gleich ein neues bestellen. Alle beweglichen Teile sind zu bestellen. Zum Beispiel der Fixierer hier, wenn der kaputt ist, einfach ein neues bestellen. Man kann sich auch einen zweiten holen, wenn man das möchte. Bestellt man sich einen zweiten, dann hat man hier noch eine zweite Möglichkeit. Ja, das war es also erstmal zum Thema Sicherheit, ergonomisches Arbeiten, Reinigung und Wartung der Dale 561. Ich finde sie toll. Ich finde sie nicht zu schwer. Auch wenn ich ein starker Typ bin, kannst du vielleicht sagen, du bist ein starker Mann, du kannst damit leicht umgehen. Nein, ich finde sie ist nicht schwerer als manche Handtasche, gefüllt mit verschiedenem. Und ansonsten würde ich sagen, eine sehr gute Maschine. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Frank aus Hamburg.